Hallo Leute und ganz herzlich willkommen auf dem bescheuertsten Kanal der Welt, Luca. Luca fand mein Format so heftig, deswegen werde ich heute 10 Minuten genervt. Der eigentliche Grund ist, ich habe ein Video mit Sandra aufgenommen, allerdings. Aber Lukas, ja, er behauptet ja immer, dass er der Techniker ist hier, ne? Aus unserem Freundeskreis. Selber hat dieser Junge null Ahnung, hat vergessen, mein Mikro anzuschalten. Ja. Und ohne Sandy Stimme geht das Video nicht viral, deswegen löscht das jetzt. Wir haben eigentlich eine Nicht-Lachen-Challenge aufgenommen. Ich zeige euch mal, wie die Tonqualität war. Ich kann meine Hände nicht bewegen. Das heißt, wenn jetzt ein Bankräuber reinkommt und sagt, Hände hoch, Geld her, dann... Darf ich das Video hochladen? Das hier? Nee, ich meine, dieses Nicht-Lachen. Bei mir ist der Ton echt scheißegal. Ich hab's gelöscht. Nee! Ich hab's gelöscht. Sandra, der Ton war echt richtig scheiße. Er hätte ich auch bei mir hochgeladen, bei mir ist sowieso immer nur scheiße. Nee, deswegen habe ich jetzt gedacht, ich nerv Sandra heute einfach für einen Tag. Ja, okay. Also nicht für einen Tag, aber für 10 Minuten. Ja, aber wir fangen mal an hier. Swipe mal bitte nach rechts. Alle, die den Podcast nicht hören, wissen nicht, was diese Wand für mich, das macht mich unglücklich, diese Wand. Wie kann man denn verdammt mit 24 Jahren eine Wand voller Kissen haben? Das geht ja gar nicht. Hier, dann swipen wir mal rüber hier. Das ist okay, soll er haben? Dann hat die Tür ein Gesicht. Junge, du bist nicht mehr 10, Luca. Okay, dann das mit diesem Sombrero-Ding, ne? So, ich frage mich ab und zu, wann willst du erwachsen? Kein Wunder, dass Luca Single bleibt. Es ist unglaublich. Hier und dann noch Alpaka hier, das hat er ja rausgebracht, der Junge. Der ging auch gut weg, ne, Luca? Ja. Ein bisschen stückreicher bist du auch wieder geworden, ne? An der Hand sieht man dieses Mal keine Rolex und kein Gucci-Armband. Aber sonst immer weird Flex und so, ne? Heute bist du ein bisschen hart angezogen. Ich bin aber sehr, sehr wild. Weißt du, ich fühle mich gerade wie ein Superstar. Hier, ich zeig euch meine Wohnung. Hier ist ein Vollpfosten, ne, hier. Da bin ich, hallo. Hier, glaubst du, wenn ich mich da drauf setze, dass das Ding einkracht? Können wir ja mal testen. Es hält 150 Kilo! Wisst ihr, ob ich nicht will, dass ich weiß, wie viel ich wiege? Weil wenn ich da drei Zahlen sehe, dann kipp ich ihn um. Dann bin ich nicht mehr da. Ich habe eine Waage hier, ne? Wir können nicht mal wiegen. Nein, ich möchte es nicht! Doch, wir machen das jetzt. Nein, ich gehe, nein! Doch, Sandy, ich will das jetzt. Komm! Nein! Ich gehe nicht mit dir auf den Wagen, auf gar keinen Fall. Ich habe Hunger. Ich fresse meinen Wagen. Ich finde halt einfach so traurig. Wir haben uns so ein Video aufgenommen, wo wir auf Willi Wills Wissen-Memes reagiert haben. Wir haben einfach vergessen, die Tonspuren aufzuzeichnen. Wasser. Was es bei uns im Überfluss gibt, ist in Tansania sehr knapp. Ich frage dir mal, wie wir in Deutschland Wasser tragen würden. So hier. Warte mal, so ist besser. Jetzt ist so ein 20-25 Minuten Video einfach umsonst, haben wir es gemacht. Ja, jetzt kriegst du, Luca, die nächste Rolex ist nicht mehr drin, ne? Kannst du mal aufhören, Alter? Ja, ich muss Luca immer roasten, dass er sagt ja immer, er ist nicht so rich, aber er ist rich, rich. Hey, hey! Was bist du für ein Mensch? Sandra hat einfach vor ein paar Tagen auch ein Video hochgeladen, ich nerve Luca für 10 Minuten, war einfach in YouTube-Trends, deswegen dachte ich, komm. Das ist schon das zweite Mal. Komm, mach ich auch so ein Video. Ja, es sollte eigentlich mein Format bleiben, aber ich habe Luca für einen Tag ausgeliehen, er darf sich auch heute mal Format machen. Zeig mal deine Küche hier. Ja, meine Küche, die ist von, die wurde hier von einem Designer hier aufgestellt und so, ne? Ja, das ist ein Essen, was ich hier trinke. Luca, komm mal kurz, kannst du mir hier in der Bevor ich hier irgendwas hatte, gib mal her. Was willst du denn? Ich sehe mich jetzt mit dem Energy. Übrigens, Leute, habe ich am 2.7. Geburtstag, nur das nur mal so nebenbei zu droppen, damit ihr auch alle, bis wir da gratulieren müssen, nächste Woche Donnerstag. Ich schicke euch demnächst mal meine Adresse, könnt ihr mir ein paar Geschenke zusenden. Um Luca nochmal zu sagen, was kriege ich zum Geburtstag? Ja, gar nichts. Du kannst mir nichts schenken. Kriegst du feuchten Händedruck. Du kannst mir nichts schenken. Sprachen lernen, Bubble. Das geht einfach nicht. Aber schon. Ja, aber ich habe auch ein leichtes Rippsproblem. Ja, unglaublich. Wisst ihr was, Leute? Ich kann es jetzt droppen. Luca lebt im Kölner Dom. Ja. So ganz oben ist Lukas Penthouse-Wohnung. Ja. Luca hat einen Grill. Das ist mein Grill. Ist ein richtiger Weißer hier noch, solche Grillplatten und so, ja, ne? Dann habe ich mir noch hier fürs Grillen, habe ich mir das hier noch bestellt. Das ist ja. Hey. Ja, Kenner Spielzeug. Ja, geht so. Fast ein Rasierer hier, ne? Und das, da packen wir die Burger drauf. Ja, genau. Wiegt schon einiges, ne? Ja, das ist schon mein Bizeps, ja. Kannst du überhaupt hochheben, Junge? Ich krieg das hin, ja. Krass. Was noch? Sag mal, wer ist der Bundeskanzler? Angelo Merkens. Oh, also, danke. Das ist sehr freundlich gewesen. Okay. Wenn wir gleich irgendwann frühstücken gehen, Alter, mein Magen frisst sich von langsam
langsam selbst auf, Alter. Oder ich werde zum Kandilalisten und fress Luca. Genau. Alter, ist viel zu warm. Wir gehen wieder rein, oder? Wo ist denn dein Thermometer? Ich habe kein Thermometer. Dann habe ich aber letztens Monopoly hier gespielt. Luca ist so ein beschissener Verlierer, Alter. Der hat einfach letzter Platz geworden und hat dann den Rest des Abends mit keinem mehr von uns gesprochen, weil der so dumm ist. Du bist so ein richtiges Arschloch, so ein richtiges. Du hast dich auch mehr auf die Snacks als auf das Monopoly-Spiel konzentriert. Ja, ich habe jetzt gerade 45 Euro Snacks gekauft. Ich weiß noch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, diese Lampen so tief zu hängen, ne? Guck mal, so ist Sandras Gesicht richtig schön gerade. Nee, aber was man sagen muss, ist einfach hier, Luca sagt ja angeblich immer, dass er auch Designer wäre, ne? Wo bin ich denn? Ja, du denkst ja, dass du Architekt wärst. Warum auch nein, immer. Nein, denke ich auch nicht. Ja, aber kein Bild. Ich hätte das studiert, mit deinem Moodboard. Bitte, Luca, blende hier dein Moodboard zu deiner Wohnung in Hamburg ein. Luca, ich mache hier ordentlich Werbung für dich, damit du nicht mehr Single bleibst. Wo machst du denn Werbung für mich? Sag doch mal drei positive Eigenschaften jetzt an mir. Oh. Wird schon, ja, ne? Luca hat immer Energy zu Hause. Mal, deine zweite nette Eigenschaft ist es, ja, du. Du hast schöne Schuhe manchmal an. Ja, zeig doch jetzt noch mal ein bisschen hier deine Wohnung. Hast ja neu gekauft, ja, okay, deine Penthouse-Bude hier, ne? Hier, natürlich benutze ich nur Dyson, weil Dyson ist das teuerste auf dem Markt. Die gute Sonos-Box hier, ne? Da hat mich 1 Million Euro gekostet, aber da habe ich ja alles auf dem Konto, weil ich bin ja Luca, ne? Ich bin ja Luca Laser Luca hier. Ich habe einen Kamin, der ultra vergabelt ist. Den habe ich letztes Jahr gar nicht benutzt. Seit Jahren hängt mir die Weihnachtsdeko hier entgegen. Ab und zu habe ich so emotionale Phasen, da puste ich mir auch diese Kerze hier an. Keine Ahnung, warum das hier. Die puste ich an. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Da habe ich überall die Bambus hier stehen, weil ich möchte eigentlich einen Panda als Haustier haben. Erlaubt mir aber meine Mutter nicht. Hier, DJ, ne? Ist ja klar. Hier, wisst ihr, ich wollte was spenden, habe aber leider 0 Euro zusammenbekommen. Sorry, Leute, ich kann nichts spenden. Das ist schon für die Masken, wenn wir demnächst das Geld der Masken spenden. Ich kann aber nichts spenden, ja, kann ich so zugeben. Ja. Hier, dann war klar wieder MacBook hier. Das ist kein MacBook. iMac, hier auch MacBook, ne? Ja. Aber noch Gitarre und so, ne? Ja. Hier, James Gitarre. Blunt. James Blunt, ja, genau. Da sehe ich auch. Hier auch schon wieder. Falls mein Bambus mal zu Besuch bekommen, hier in der Ecke. Da versteckt das alle gut, die Gucci-Sachen, ne? Komm. Sei mal ehrlich, Luca, ne? Hier macht Luca ab und zu auch noch Sport. Genau so mache ich da Sport. Darf ich dir mal sagen, welche ich am schönsten finde von dir? Nee. Die schrecklich, schrecklich, schrecklich. Hm, die sind schon geil, die sind schon echt geil. Die auch schrecklich, schrecklich, schrecklich. Das sieht aus wie Balenciaga auf Wish bestellt. Das ist auch noch Balenciaga! Nee. Balenciaga. Die Müll, Müll. Die, na, diese Yeezys, soll da machen, wer will. Yeezys. Ich habe dich noch nie in Chucks gesehen. Nee. Willst du die mal anziehen für uns? Nee. Doch komm, hol die mal runter! Ein paar Sekunden später. Nee, lass es sein, lass es sein! Es ist ja. Aber du hast eben das braune Bein da drin, aber Luca, lass es sein. Komm, jetzt kommt er mit seinen Quadratlatschen nicht raus! Luca, komm! Sag, Alter! Weißt du, Luca, du wolltest ja immer schon mal eine Roomtour machen, das brauchst du gar nicht mehr. Ich kann dir auch alles hier zeigen. Hier macht Luca so Sachen wie 50 Shades of Grey. Luca, du bist so Single, ein Kissen, eine Decke. Das kannst du keinem zeigen. Ja, komm, ja, ins Badezimmer, ne? Kommt da rein. Ah, da fliegt mir aber noch der Schlüssel entgegen. Alles klar, Technik entspannt. Ist scheiße. Du hast nicht einen Bademantel, Luca. Du hast nicht einen Bademantel. Zieh den niemals an. Ja, Leute, wisst ihr, das ist so der Unterschied bei Luca und mir, ne? Klar, Größenunterschied, keine Frage, ne? Aber es ist peinlich. Ist ja gar nicht zu lang oder so. Weißt du, wie ich aussehe? Ja. Ein richtiger Boss, Alter. Das könnte echt ein Mantel von mir werden, oder? Sehe ich mich drin? Alter, dreh dich mal um. Junge, der geht einfach bis zum Boden. Sehe ich mich mit. Luca, den kannst du mir eigentlich direkt vererben. Vererben? Ja! Als wenn ich jetzt morgen sterbe, Alter. Luca, ne. Kommt mal her, ich zeig euch mal, wie staubig sein Leben ist. Ist ja nicht dein Ernst, ne? Sandra, geh mal da drauf. Nein, nein, nee, nee, nee. Sandra, komm. Nein, ich geh nicht auf die Waage, ich geh nicht auf die Waage. Leute, und wenn ihr mehr solchen Content wollt, dann folgt Luca alle. Da weiß er, dass er was Gutes gemacht hat. Tschüss, eure Sandy. Das war's jetzt hier vom Video, das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen.